Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns in der Vorlesungsreihe des Steuerrechts, genau genommen der 17. Vorlesung, wo es um die Körperschaftssteuer geht. Das wird vorerst die letzte Vorlesung zum Thema Steuerrecht sein, bis auf Thema 18, wo ich mich nochmal um Steuerhinterziehung im Detail kümmern werde. Und was zur Körperschaftssteuer zu sagen gibt, ist erstmal natürlich, dass wir uns mit den Grundlagen befassen müssen, ehe wir unter Punkt 2 uns dem ZVE vor Spendenabzug widmen, wo wir die Einkommensteuerkorrektoren, Körperschaftsteuerkorrektoren sowie verdeckte Gewinnausschüttung, Einlagen und die steuerfreien Bezüge beachten müssen. Ehe wir zum Punkt 3 den Spendenabzug und Punkt 4 den Verlustabzug und schlussendlich Punkt 5 die Körperschaftsteuer und die damit verbundene Abschlusszahlung oder Erstattung kommen. Zu den Grundlagen gibt es zu sagen, dass Körperschaften eigenständige, rechtsfähige, juristische Personen sind und ihr Einkommen besteuert werden muss. Das gilt dann natürlich für die AG, GmbH und alle anderen Körperschaften auch. Und damit ist die Körperschaftssteuer quasi das Äquivalent der Einkommensteuer. Die Einkommensteuer gilt halt für die natürlichen Personen und die Körperschaftsteuer ist dann halt für die juristischen Personen gedacht. Damit ergibt sich ein Schema, was sich auch anhand des ESTGs ein wenig ergibt. Sie verlaufen ja von der Logik parallel, aber es gibt natürlich einige Unterschiede. Daher finden wir in § 15 sowie in § 8 beim ersten ESTG, beim zweiten KSTG die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wo wir hier die innerbilanziellen Korrekturen nach § 60 Absatz 2 ESTDV durchführen müssen, womit wir den steuerlichen Jahresüberschuss erhalten. Zu diesen kommen die Einkommensteuerkorrektoren nach § 4 Absatz 5, 5b und 6 ESTG und die Körperschaftsteuerkorrektoren nach § 9 und 10 KSTG. Hinzugerechnet werden müssen die verdeckten Gewinnausschüttungen, die finden wir § 8 Absatz 3 Satz 2 KSTG, in gleicher Maße die verdeckten Einlagen, die abgezogen werden müssen, genau genommen im Satz 3 hier vom KSTG. Abzüglich der steuerfreien Bezüge nach § 8b KSTG, hinzuzüglich der nichtpolitischen Spenden, ergibt das ZVE vor Spendenabzug zu finden in § 9 Absatz 2 KSTG. Die nichtpolitischen Spenden, die abzugsfähig sind, können wir dann gleich wieder abziehen nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 KSTG, was unser ZVE vor Verlustabzug nach § 7 Absatz 2 KSTG ergibt. Der Verlustabzug, der ist geregelt in 8c KSTG und führt zum ZVE. Nach § 23 Absatz 1 KSTG wird natürlich auf das ZVE der Körperschaftssteuersatz erhoben, was die Körperschaftssteuer ergibt. Da von dieser müssen wir natürlich noch unsere geleisteten Körperschaftssteuervorauszahlungen abziehen, was eine Erstattung oder eine Abschlusszahlung, je nachdem, ob der Betrag positiv oder negativ ist, ergibt. Und anhand des Schemas, wie schon erwähnt, kann man gut erkennen, dass die Körperschaftssteuer parallel zur Einkommensteuer ermittelt wird. Für Einkommensteuerkorrektoren und innerbilanzielle Korrektoren gleicht sich die Berechnung der Körperschaftssteuer mit der Einkommensteuer, weshalb diese Inhalte jetzt ich nicht nochmal behandeln möchte. Und bei Interesse verweise ich halt auf die entsprechenden Vorlesungen. Ich werde jetzt zwar nicht ganz beiseite schieben, aber halt nicht so intensiv erwähnen. Damit sind wir angelangt bei Punkt 2, wie wir zu dem ZVE vor Spendenabzug kommen, sprich alles, was hier abgebildet ist. Und erst einmal müssen wir den § 8 KSTG erwähnen, da er die Basis für die Berechnung des ZVEs, und zwar den nach den Regeln des Einkommensteuergesetzes ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. Dabei müssen etwaige innerbilanzielle Korrektoren wie handelsrechtlich zulässige, aber steuerlich unzulässige AFA-Methoden wie progressive AFA etc. vorgenommen werden. Kommen wir zu den Einkommensteuerkorrektoren. Die umfassen halt Aufwendungen, die den handelsrechtlichen Gewinn zwar gemindert haben, aber den steuerlichen nicht mindern dürfen und daher wieder hinzugerechnet werden müssen. Da haben wir einmal alles, was in § 4 Absatz 5 ESTG steht, die sogenannten betrieblichen Aufwendungen, die nicht abzugsfähig sind. Da gibt es halt mehrere. Nummer 1 sind halt Geschenke an Nichtarbeitnehmer, sofern die Geschenke größer 35 Euro sind, netto. Nummer 2, 30% der Aufwendungen für Geschäftsessen.
Nummer 5 Verpflegungsmehraufwendungen und Nummer 8 Bußgelder. Dann gibt es nach 5b die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuervorauszahlungen und Abschlusszahlungen werden als betrieblicher Aufwand erfasst, sind allerdings natürlich steuerrechtlich nicht als solche zu erfassen. Und last but not least, § 4 Absatz 6 StG, die politischen Spenden. Spenden an politische Parteien, Vereine sind natürlich kein Aufwand, also handelsrechtlich schon natürlich, aber steuerrechtlich nicht, weil man könnte ja sonst sozusagen der Partei beliebig viel Geld zuschießen und man hätte so ein kleines Türchen für Bestechung geöffnet damit. Das würde man natürlich steuerlich nicht fördern, daher sind die politischen Spenden kein Aufwand. Die Körperschaftsteuerkorrekturen sind da schon ein bisschen anders, zu finden in § 10. Die umfassen halt alle Aufwendungen, die den handelsrechtlichen Gewinn mindern, aber den steuerrechtlichen Gewinn nicht mindern dürfen, also genau wie die einkommensteuerlichen Korrekturen. Und sie sind damit auch den Einkommensteuerkorrekturen gleichgestellt, gelten aber ergänzend für Körperschaften. Da haben wir den § 10 Nummer 2 KStG, die Personensteuern. Das sind halt alle Erhebungsformen der Körperschaftsteuer, also sowohl die Körperschaftsteuervorauszahlung, Abschlusszahlung wie die Kapitalertragssteuer und auch der Soli und alle steuerlichen Nebenleistungen zu diesen. Dann in der Nummer 3 Geldstrafen, ist auch eigentlich, denke ich, klar. Die sind halt ähnlich wie die Bußgelder aus den Einkommensteuerkorrekturen, aber Geldstrafen ist halt der Unterschied. Ein Bußgeld ist bezieht sich auf einen Ordnungsverstoß, eine Geldstrafe ist eher dem Strafrecht zuzuordnen. Das ist eigentlich der große Unterschied und sind natürlich auch nicht als Aufwand zu erfassen. Also wenn man jetzt eine Straftat begeht, darf das nicht steuervergünstigend wirken. Das wäre natürlich nicht im Sinne des Gesetzgebers. Dann die Nummer 4. Die Hälfte der Zahlungen an Aufsichtsrat etc., damit es gemeint eigentlich an alle Überwachungsorgane, und die Hälfte davon darf den Gewinn nicht mindern. Damit sind wir auch schon bei 2.3, den verdeckten Gewinnausschüttungen. Es finden in § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG. Verdeckte Gewinnausschüttungen müssen, logischerweise, da sie den Jahresüberschuss unberechtigt vermindert haben und damit Teil der BMG für die Körperschaftsteuer sind, wieder hinzugerechnet werden. Weil es ja quasi eine Entnahme ist, aber eine Körperschaft ist eine eigenständige juristische Person und da ist eine Entnahme quasi nicht möglich. Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt halt immer dann vor, wenn eine Betriebsvermögensmehrung verhindert oder verringert wurde, und das ist halt in folgenden Fällen der Fall. Erstens, wir tun Anlagevermögen zu niedrig bewerten. Führt halt quasi dazu, dass wir jetzt unser Betriebsvermögen nicht in der Höhe gemehrt haben, wie es eigentlich war. Und damit ist eine verdeckte Gewinnausschüttung. Gegenteil ist natürlich eine zu hohe Bewertung von Verbindlichkeiten, tut auch unser Vermögen mindern. Auch unangemessene oder rückwirkend vorgenommene Erhöhung der Zahlung an Geschäftsführer bzw. den Vorstand ist eine verdeckte Gewinnausschüttung. Zudem zählen alle Bevorteilungen an Gesellschafter als verdeckte Gewinnausschüttung. Also wenn man jetzt, wenn der Gesellschafter uns ein Darlehen gibt und dafür viel zu hohe Vergleichszinsen erhält, dann wäre das ja quasi so wie eine Privatentnahme zu betrachten, weil er erhält ja erstaunlicherweise mehr, als er üblicherweise bekommen würde. Und die Differenz halt zwischen dem angemessenen und dem unangemessenen Zinssatz wäre in dem Fall die verdeckte Gewinnausschüttung. Verdeckte Einlagen sind ähnlich, wir finden sie allerdings in Satz 3. Und da sie den Jahresüberschuss unberechtigt erhöht haben, müssen sie wieder abgezogen werden. Das ist quasi das genaue Gegenteil und liegt in folgenden Fällen vor. Klar, wenn es vorhin zu niedrige Bewertung von Anlagevermögen war, ist es jetzt die zu hohe Bewertung. Das Gegenteil, die zu niedrige Bewertung von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen. Zum Beispiel, wenn ein PKW in das Unternehmen eingelegt wird, dies auch mit einem deutlich höheren Wert als dem eigenen Buchwert des PKWs. Da haben wir eine verdeckte Einlage getätigt. Oder wir haben eine zu hohe Rückstellung gebildet. Das hat dann quasi, so eine Rückstellung ist ja quasi ein Aufwand, mehr oder weniger. Und damit haben wir jetzt unseren Jahresüberschuss unberechtigt erhöht. Damit kommen wir jetzt zu 2.5, den steuerfreien Bezügen. Zu finden in § 8b Absatz 1 und 2 KStG.
Und wenn im Jahresüberschuss Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne der Beteiligung an einer anderen Körperschaft enthalten ist oder Veräußerungsgewinne von solchen Anteilen enthalten sind, dann muss überprüft werden, wie hoch die Beteiligung ist. Davon hängt nämlich die Abzugsfähigkeit ab. Bei kleiner 10% sind die Einkünfte voll körperschaftsteuerpflichtig. Bei einer Beteiligung größer oder gleich 10% greift Absatz 3 und 4. Dann sind sie zu 95% körperschaftsteuerfrei oder anders ausgedrückt, nur 5% sind steuerpflichtig. Machen wir, um das alles zu festigen, eine Übung. Wir haben jetzt den steuerpflichtigen Laura Kraft, die alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Ray Tomba GmbH ist. Die GmbH hat laut GUV, also Gewinn- und Verlustrechnung 2016, einen vorläufigen Jahresüberschuss von 250.000 Euro. In diesen sind unter anderem folgende Aufwendungen Erträge erfolgswirksam enthalten. Da haben wir die Gewerbesteuervorauszahlung von 24.000 Euro, Säumniszuschläge zur Gewerbesteuer 2015 von 700 Euro, Körperschaftsteuervorauszahlung von 45.000 Euro, Soli-Vorauszahlungen von 2.500 Euro, ein Dividendenertrag aus der Beteiligung an der Squad Entex AG von 80.000 Euro, wobei wir sagen müssen, dass die GmbH eine Beteiligung von 20% hat. Dann hat Laura Kraft noch ihr Geschäftsführerhalt von angemessenen 3.000 Euro monatlich, die am Ende des Jahres rückwirkend ab Juli auf angemessene 4.000 Euro monatlich angehoben wurden. Zudem überließ Laura Kraft seit 1. Juli 2016 der GmbH ein Darlehen von 120.000 Euro zu einem Zinssatz von 20% jährlich. Angemessen wären maximal 10%. Die Zinsen wurden als Aufwand von der GmbH natürlich dann erfasst. Jetzt ist die Frage, wie hoch das ZVE vor Spendenabzug ist. Quasi müssen wir jetzt also alles berücksichtigen, was wir gerade gelernt haben. Und das versuchen wir jetzt mal. Fangen wir also an mit der Lösung. Wir haben erstmal Paragraph 15 StG in Verbindung mit Paragraph 8 KStG. Unser Startpunkt, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb von 250.000 Euro. Dann müssen wir schauen, haben wir Korrekturen nach Paragraph 60 Absatz 2 StGV? Nein, haben wir nicht. Das heißt, unser steuerlicher Jahresüberschuss ist gleich unseren Einkünften aus Gewerbebetrieb. Jetzt kommen die Einkommensteuerkorrektoren nach 4 Absatz 5, 5b und 6 StG. Da haben wir erstmal nach 5b StG die Gewerbesteuer und deren Nebenleistung, die Gewinn nicht mindern dürfen, also quasi zugerechnet werden müssen. Da haben wir die Gewerbesteuer von 24.000 Euro plus die Säumniszuschläge von 700 Euro macht eine Hinzurechnung von 24.700 Euro. Dann haben wir nach Absatz 6 politische Spenden, die kein Aufwand sind, aber als solche erfasst wurden. Daher müssen wir sie wieder draufrechnen von 10.000 Euro. Macht also insgesamt EST-Korrekturen von 34.700 Euro, die wir hinzurechnen müssen. Dann müssen wir uns nach § 9 und 10 KStG mit den Körperschaftsteuerkorrektoren befassen. Da haben wir die Nummer 2, die Personensteuern, die den Gewinn nicht mindern dürfen. Das in dem Fall hier die Körperschaftsteuer, die Vorauszahlungen zum Beispiel auch, und der Soli von 2.500 Euro, insgesamt von 47.500 Euro. Die müssen auch hinzugerechnet werden. Dann haben wir noch § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG, verdeckte Gewinnausschüttungen. Da haben wir das Geschäftsführergehalt, das ist zwar angemessen, was natürlich erstmal gut ist, aber eine rückwirkende Erhöhung ist steuerlich unzulässig. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo es erhöht wurde, rückwirkend, müssen wir hinzurechnen. Das ist also ab Juli 1.000 Euro unzulässig. 6 Monate mal 1.000 Euro pro Monat macht 6.000 Euro verdeckte Gewinnausschüttung durch die Erhöhung des Geschäftsführergehalts. Dann haben wir noch der unangemessene Teil der Zinsen, der eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellt. Unangemessen sind 20% minus 10%, also 10% pro Jahr. Der unangemessene Zinsaufwand sind also 10% pro Jahr mal 120.000 Euro. Mal ein halbes Jahr, der wurde erst seit Juli gewährt, macht 6.000 Euro unangemessene Zinsen. Also haben wir 6.000 plus 6.000 Euro verdeckte Gewinnausschüttung, macht 12.000 Euro verdeckte Gewinnausschüttung, die wir hinzurechnen müssen. Allerdings haben wir auch steuerfreie Bezüge nach 8b.
Und zwar nach Absatz 3 und 4 KStG. Die Beteiligung der GmbH in der AG ist größer 10%, also größer gleich 10%, und damit sind die Dividendenerträge zu 95% steuerfrei und müssen quasi herausgerechnet werden. Wir hatten hier einen Dividendenertrag von 80.000 Euro, der als Ertrag erfasst wurde. Davon 95% steuerfrei macht nur 76.000 Euro, die sozusagen den Gewinn nicht hätten verringern dürfen. Die ziehen wir also auch wieder ab. Das ergibt dann nach § 9 Absatz 2 KStG ein ZVE vor Spendenabzug in Höhe von 268.200 Euro. Ja, wenn wir schon bei den ZVE vor Spendenabzug sind, kommen natürlich jetzt die Spenden dran. Die geleisteten Spenden werden der Handelsrechtsbilanz zulässigerweise als betrieblicher Aufwand erfasst, ganz klar. Nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 KStG müssen die politischen Spenden, die nicht abzugsfähig sind, die wurden ja bereits hinzugerechnet, aber zur Überprüfung des möglichen Spendenabzugs der anderen Spenden müssen die natürlich erstmal wieder hinzugerechnet werden, was eine der möglichen Bemessungsgrundlagen für den Spendenabzug darstellt. Man hat nämlich hier das Wahlrecht, entweder 20% der Summe aus dem zu versteuernden Einkommen vor Spendenabzug plus Spenden oder 4 Promille aus der Summe von Jahresumsatz und Gehälter und Löhne. Sind mehr Spenden getätigt worden, wird der Überschuss in das nächste Jahr vorgetragen und kann dort gegebenenfalls angesetzt werden. Ist eher selten der Fall, sollte aber mal erwähnt werden. Dann sind wir bei viertens dem Verlustabzug. Den finden wir in 8c KStG. Er gleicht eigentlich komplett dem der Einkommensteuer und ist natürlich dann logischerweise nur bei einem negativen ZVE vor Verlustabzug möglich. Wir haben hier den Verlustrücktrag. Nochmal zur Erinnerung. Man hat ein Wahlrecht, man kann bis zu 1 Million rücktragen, also in das Vorjahr schieben, muss aber nicht. Man muss allerdings einen Verlustvortrag machen, sofern noch ein Verlust vorhanden ist, der nicht zurückgetragen wurde. Und wenn der Verlustrücktrag natürlich im selben Jahr gemacht wurde, mindert dieser den möglichen Verlustvortrag um dieselbe Höhe. Der maximale Verlustvortrag beträgt 1 Million Euro plus 60% von ZVE Vorverlustabzug des Jahres, in dem der Verlust vorgetragen wird, minus 1 Million Euro. Der Rest wird in das übernächste Jahr vorgetragen. Machen wir mal eine Berechnung dazu. Und zwar bei einem Verlust kleiner gleich 1 Million Euro, Verlustvortrag ist der Verlust aus Vorjahr minus Verlustrücktrag aus Vorjahr, ganz klar. Bei größer 1 Million Euro ist es halt ein bisschen schwerer. Da haben wir 1 Million Euro plus 0,6, also 60% mal in Klammern ZVE vor Verlustabzug folgendes Jahr minus 1 Million Euro, Klammern zu, maximal tatsächlicher Verlust aus Vorjahr minus Verlustrücktrag aus Vorjahr. Machen wir mal ein Beispiel. In 2015 betrug angenommen das ZVE vor Verlustabzug minus 2,5 Millionen Euro. Davon wurden 1 Million Euro nach 2014 zurückgetragen. Und die Frage ist, wie hoch ist der Verlustabzug in VZ 2016 bei einem ZVE vor Verlustabzug von 1,4 Millionen Euro? Okay, der verbleibende Verlust aus 2015 ist natürlich 1,5 Millionen Euro dann. Der maximale Verlustvortrag, der Abzug möglich ist, ist also 1 Million, die hat man sicher, plus 60% des Betrags, der 1 Million übersteigt, heißt also 1,4 minus 1 Million, das heißt 1 Million plus 60% von 400.000, macht also einen maximalen Verlustvortrag von 1 Million plus 240.000, also 1,24 Millionen können vorgetragen werden. Damit sind wir bei Punkt 5 angelangt, wo es um die Körperschaftssteuer und die Abschlusszahlung geht. Nach § 23 Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz wird vom ZVE die Körperschaftssteuer mit 15% berechnet und von dieser werden die geleisteten Körperschaftssteuervorauszahlungen abgezogen, was die Abschlusszahlung bzw. die Erstattung ergibt. Erstattet natürlich nur dann, wenn mehr Vorauszahlungen geleistet wurden, als Körperschaftssteuer anfällt. Dazu machen wir auch eine Ad-Hoc-Übung. Wir behaupten, dass die Urogeil GmbH im VZ 2016 einen ZVE-Vorspenden von 3 Millionen Euro hatte.
Im Veranlagungszeitraum tätigte sie folgende Spenden an die katholische Kirche 5.000 Euro, an PETA, das ist also Tierschutzverein, 25.000 Euro und an die Commerzpartei 20.000 Euro. Wichtig zu wissen, im Vorjahr hatte die GmbH einen Verlust von 2 Millionen Euro, ein Verlustrücktrag wurde nicht in Anspruch genommen. Die GmbH hatte quartalsweise je 40.000 Euro Körperschaftsteuervorauszahlung geleistet. Nun ist natürlich die Frage, wie hoch ist die anfallende Körperschaftsteuer und die Abschlusszahlung bzw. Erstattung. Also schauen wir mal. Alle Spenden wurden als Aufwand gebucht, wir gehen davon aus natürlich, dass richtig gebucht wurde, und minderten damit den handelsrechtlichen Gewinn. Die politischen Spenden wurden bereits bei der Einkommensteuerkorrektur nach 4 Absatz 6 StG hinzugerechnet und sind damit schon berücksichtigt. Wir müssen uns also jetzt um die nicht politischen Spenden kümmern, die zunächst hinzugerechnet werden müssen. Das waren 25.000 plus 40.000 Euro, also 65.000 Euro, die wir hinzurechnen müssen, um auf unser ZVE vor Spendenabzug von 3.065.000 Euro zu kommen. Jetzt testen wir, wie viele Spenden maximal abzugsfähig sind. Man sieht es eigentlich im Kopf, dass es reicht. Der Genauigkeit halber aber, das ZVE vor Spendenabzug mal 20% sind also 3,065 Millionen mal 20% ergibt 613.000 Euro, die wir maximal als Spenden ansetzen können. Wir können also die Spenden komplett ansetzen von 65.000 Euro. Und wir sind wieder bei den 3 Millionen landen, was gleichzeitig unser ZVE vor Verlustabzug ist. Ja, damit kommen wir aus dem Verlustabzug, der sich ergibt aus dem ZVE vor Verlustabzug minus den Verlustvortrag. Der Verlustvortrag, der maximal möglich ist 1 Million plus 60% des ZVEs vor Verlustabzug minus 1 Million Euro. Also 1 Million plus 60% von 3 minus 1 Million. Ergibt also 1 Million plus 60% von 2 Millionen. Macht insgesamt 2,2 Millionen, die wir maximal Verlustvortrag haben können. Der tatsächliche Verlust von 2 Millionen Euro, damit nehmen wir natürlich den tatsächlichen, man wählt immer den niedrigeren, sind also 2 Millionen Euro, die wir abziehen aus vom Vorjahr, ergibt ein ZVE von 1 Million Euro. Das müssen wir natürlich mit dem Körperschaftsteuersatz von 50% multiplizieren, was die Körperschaftsteuer von 150.000 Euro ergibt. Die Differenz aus dieser und den geleisteten Vorauszahlungen ergibt entweder eine Erstattung oder eine Abschlusszahlung. Wir ziehen also unsere Vorauszahlung ab von 4 Quartale mal 40.000 Euro, also 160.000 Euro Vorauszahlung. Wir haben demnach 10.000 Euro mehr vorausgezahlt, als wir Körperschaftsteuer anzugeben haben. Ergibt also eine Erstattung, die wir zu erwarten haben, von 10.000 Euro. So, jetzt habe ich euch die Inhalte erklärt, theoretisch vorgestellt, auch gezeigt, wie man das praktisch rechnet. Wie immer kommt jetzt natürlich der Part, wo ihr dran seid. Hier sind einige Übungsaufgaben. Ich bitte euch, das Video an der Stelle zu pausieren. Lest euch die Aufgaben durch, notiert euch die Lösung. Und ich springe wie immer schon zur Lösung und wir vergleichen dann und schauen mal, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zur der ersten von 6 Folien, die ich dafür benötige. Wir haben natürlich im ersten Fall erstmal unsere Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 StG bzw. 8 KStG als unser Startpunkt mit 250.000 Euro. Haben keine Korrekturen nach 60 Absatz 2 StDV, damit ist das gleich unser steuerlichen Jahresüberschuss. Jetzt müssen wir uns aber mit den Einkommensteuerkorrekturen befassen. Wir haben eine Korrektur nach § 4 Absatz 5b, und das ist die Gewerbesteuer und deren Nebenleistungen, die den Gewinn nicht mindern dürfen und hinzugerechnet werden müssen. Geleistet und als Aufwand erfasst, fälschlicherweise, also handelsrechtlich richtig, aber steuerlich betrachtet fälschlicherweise, sind das 4 Quartale mal 15.000 Euro pro Quartal, die wir gezahlt haben, macht 60.000 Euro. Dann haben wir noch politische Spenden getätigt, die nach Absatz 6 kein Aufwand sein dürfen und hinzugerechnet werden müssen, in Höhe von 25.000 Euro, was insgesamt Einkommensteuerkorrekturen von einer Hinzurechnung von 85.000 Euro ergibt. Die Körperschaftsteuerkorrekturen finden § 9 und 10 Körperschaftsteuergesetz. Da haben wir hier die Nummer 2, die Personensteuern, die den Gewinn nicht mindern dürfen. Das sind in unserem Fall Körperschaftsteuer plus Soli, errechnet mit 10.000 Euro pro Quartal plus 1.000 Euro pro Quartal,
haben natürlich jeweils 4 Quartale, macht 44.000 Euro, die wir hinzurechnen müssen. Das ergibt nach § 9 Absatz 2 KStG unser ZVE vor Spendenabzug von 379.000 Euro. Ja, wir müssen jetzt sehr schauen, wie es aussieht mit den Spenden. Dazu müssen wir die nichtpolitischen Spenden zunächst hinzurechnen. Wir haben an den WWF 101.000 Euro gespendet, die hinzukommen. Macht einen ZVE vor Spendenabzug, korrigiert quasi, von 480.000 Euro. Jetzt müssen wir prüfen, wie viel davon abzugsfähig sind. Das nehmen wir 20% mal den ZVE vor Spendenabzug, also 480.000 mal 20% macht 96.000 Euro abzugsfähig. Es wurden zwar 101.000 gespendet, aber nur 96.000 sind abzugsfähig. Das heißt, die 96.000 können wir nur ansetzen. Die 5.000 Euro können wir auch vielleicht im nächsten Jahr dann ansetzen, die werden vorgetragen. Das ergibt unser ZVE vor Verlustabzug von 384.000 Euro. Ja, weiter ist hier nichts zu tun. Das ist gleich unser ZVE, weil wir keinen Verlustabzug haben, von 384.000 Euro. Jetzt rechnen wir die Körperschaftssteuer raus, indem wir diesen Wert mit 15% multiplizieren, was eine Körperschaftssteuer von 57.600 Euro ergibt. Dafür müssen wir noch unsere geleisteten Vorauszahlungen abziehen. Das waren ja 4 Quartale mal 10.000 Euro pro Quartal, also 40.000 Euro haben wir vorausgezahlt. Wir haben also eine Nachzahlung und müssen eine Körperschaftssteuerrückstellung in Höhe von 17.600 Euro bilden. Ja, das war der erste Fall. Kommen wir zu Fall 2. Hier starten wir auch wieder bei 1,5 Millionen Euro nach § 15 StG bzw. 8 KStG. Das ist auch gleich unseren steuerlichen Jahresüberschuss. Es gab hier wieder keine Korrekturen, also keine nach StDV. Wir haben aber natürlich Einkommensteuerkorrekturen, wieder 5b, die Gewerbesteuer und deren Nebenleistung. Wir haben hier die Gewerbesteuer von 250.000 Euro. Und das ist auch unsere einzige Einkommensteuerkorrektur, die wir vornehmen müssen. Haben aber Körperschaftssteuerkorrekturen, und zwar 10 Nummer 2, die Personensteuern. Das ist hier wieder Körperschaftssteuer von 200.000 Euro plus Soli von 10.000 Euro, also 210.000 Euro. Hier hatten wir auch noch Nummer 4, die Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen. Aufsichtsratsvergütungen 200.000 Euro, die Hälfte davon darf den Gewinn nicht mindern, müssen wir also auch zurechnen, also plus 100.000 Euro dafür. Macht eine Hinzurechnung von 310.000 Euro. Dann hatten wir noch steuerfreie Bezüge. Nach § 8b Absatz 3 und 4, Beteiligung der GmbH und der AG ist größer 10%, damit sind die Dividendenerträge zu 95% steuerfrei und müssen herausgerechnet werden. Der Ertrag, den wir auch als solchen erfasst haben, war 100.000 Euro. Davon hätten aber nur 95.000 Euro den steuerlichen Gewinn erhöhen dürfen, weil er steuerfrei ist. Das heißt, die müssen wir wieder rausrechnen. Macht 95.000 Euro Minderung. Dann hatten wir noch verdeckte Gewinnausschüttungen nach § 8 Absatz 3 Satz 2 KStG. Hier ist wieder so, wir haben zwar einen Geschäftsführergehalt, das angemessen ist, aber eine rückwirkende Erhöhung ist unzulässig, muss deswegen zugerechnet werden. Ab Juli sind 5.000 Euro unzulässig, das heißt 6 mal 5.000 Euro haben wir in dem Jahr einen Aufwand dafür rausgehabt, den wir gar nicht als Aufwand hätten erfassen sollen, steuerrechtlich. Das heißt 30.000 Euro verdeckte Gewinnausschüttungen, die wir hinzurechnen müssen. Was nach § 9 Absatz 2 KStG ein ZVE vor Spendenabzug von 1,995 Millionen Euro ergibt. Das ist auch gleich unser ZVE vor Verlustabzug. Ein Verlust haben wir, der ist kleiner 1 Million Euro, daher können wir ihn komplett auch vom Vorjahr vortragen und jetzt mindert ansetzen. Das heißt 200.000 Euro Verlustabzug direkt. Ergibt ein ZVE von 1,795 Millionen Euro. Das multiplizieren wir natürlich wieder mit unserem Körperschaftssteuersatz von 15%, was eine Körperschaftssteuer von 269.250 Euro ergibt. Minus unsere geleistete Vorauszahlung von 200.000 Euro ergibt eine Nachzahlung bzw. eine Rückstellung, die wir bilden müssen, von 69.250 Euro. Ja, damit sind wir auch schon wieder an das Ende der Vorlesung angelangt und haben
die Körperschaftsteuer eigentlich ganz gut durchgenommen. Ja, wer sich mit der Einkommensteuer auskennt, der ist hier schon ziemlich gut beraten. Die paar Körperschaftsteuerkorrekturen, die man beachten muss, sind eigentlich die einzige Ausnahme. Der Rest ist sehr ähnlich mit der Einkommensteuer. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich über eine gute Bewertung freuen. Daumen hoch hilft mir auch sehr viel. Wenn ich mal irgendwann genug Daumen hoch und Abos habe, werde ich nämlich auch mal mehr Videos machen können. Momentan geht das ja wirklich nur so nebenbei. Ich verabschiede mich in ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag oder schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und freue mich natürlich, wenn wir uns bei anderen Videos auch wieder hören. Tschüss!